Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Cycling Manager. Wir sind hier bei der Tour de Corea. Es geht von Buyeo nach Gwangju. Erste Etappe. Unser Team besteht aus Ahmet Erken, unserem türkischen Sprinter. Außerdem Al-Ali Ibrahim aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dalibor Kulic ist mit dabei. Daniel Biedermann, Adolf Westerthaler, Gerhard Sahler und Rafa Stui. Illustre Runde also. Favoriten für die erste Etappe, hier seht ihr sie, leicht wellig, allerdings schon tendenziell was für die Sprinter. Ja, Favoriten sind tatsächlich Biedermann, Westerthaler, Kulic, Erken, Stui, Sahler und Ibrahim. Das hatte ich noch nie, dass wirklich unsere komplette Mannschaft als Topfavorit zählt. Außerdem noch erwähnt wird der Japaner Kuboki vom Team Bridgestone. Und Quintero, der Kolumbianer von Terengganu Cycling aus Malaysia, die Mannschaft. Ja, wir schauen uns nochmal die Tour de Corea an. Erste Etappe ist also die heutige. Und dann geht's auf der zweiten Etappe von Gwangju nach Jeosu. Über 138 Kilometer, auch leicht wellig, aber eigentlich eher ein flaches Rennen. Dritte Etappe dann von Jeosu nach Gyeongchang. Definitiv eine hügelige Etappe. Vierte Etappe wird dann flach, wobei es hier eine kurze Steigung gibt, kurz vor Ende. Nicht zu unterschätzen. Und die fünfte Etappe dann ebenfalls wieder etwas hügelig. Also es ist ein Rennen, was schon den Sprintern liegen dürfte. Ja, und ich würde sagen, gehen wir rein. So, liebe Freunde, da sind wir also. Startfrei für die Korea-Rundfahrt durch Südkorea. Ich habe nachgeschaut, das ist tatsächlich ein Rennen, was nur in Anführungsstrichen durch Südkorea geht, nicht Nordkorea beteiligt, aber wie gesagt, das hätte mich auch gewundert. Erste Attacke des Rennens, natürlich aus unserem Team. Rafa Stui legt direkt mal los, setzt sich vom Feld ab, unser Mann aus Tunesien, und es folgt natürlich ein Südkoreaner namens Park, weil, wie sollte er auch sonst heißen? Ja gut, So oder Lee offenbar. Aber die Antwort ist natürlich, und darauf wollte ich hinaus, Kim eigentlich. Wow. Nur Südkoreaner, die hier gerade versuchen, in die Spitzengruppe zu gehen. Krass. Also ich hoffe, Rafa Stui kann ein paar Brocken koreanisch, dass er sich da verständigen kann. Jetzt hier auch aus Taiwan, Hongkong. Choing. Und ach du liebe Zeit. Oh, ich habe befürchtet, dass wir irgendwann mal thailändische Namen vorlesen müssen. Bun Ratanakorn. Also Bun, glaube ich, ist so richtig, ne? Und Korn ist auch einfach. Und dann haben wir dazwischen Ratanatana. Also Bun Ratanatana Korn. Ist doch ganz einfach. Bun Ratanakana Korn. Bun? Ich glaube, er wird Bun ausgesprochen. Oder Bun Ratanatana Korn. Easy. Wie Rattan, das Pokémon. Und dann noch ein Art. Also wär's ein, wie als wäre es ein Internat für Rattans. Also ein Rattanat. Und dann Hanna wie der Vorname. Geil. Ah, geil. Und ich finde es auch gut, dass hier ungefähr 5 Fahrer Lee heißen gefühlt. Das hilft natürlich ganz stark dabei, die auseinanderzuhalten. Wir haben noch einen weiteren aus Hongkong dabei, nämlich Chiu. Und wir werden gleich natürlich mal durch die... Boah, Liu. Alter, ist aber nicht unser Liu. Wir werden gleich natürlich mal durch die Startliste gehen, um mal zu schauen, was hier so für Teams und Fahrer dabei sind. Gucken wir mal. Korea-Rundfahrt übrigens, wahrscheinlich seid ihr ja genauso wie ich und das Rennen sagt euch überhaupt nichts. Mir ging es nämlich so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mir hat das Rennen überhaupt nichts gesagt. Und Stui versucht es nochmal wegzukommen. Mir hat das Rennen tatsächlich gar nichts gesagt. Und während hier Bun Ratanathanakorn easy, wieder versucht wegzukommen. Das Rennen gibt es aber tatsächlich schon länger. Erste Austragung war im Jahr 2001 und gehört zur Asian Tour, wird als 2.2 Rennen eingestuft und hat ein paar interessante Namen unter den Siegern, muss man wirklich so sagen. Während wir jetzt einfach feststellen müssen, dass Stui nicht weggelassen wird. Das ist bitter. Vielleicht versuchen wir es nochmal mit Kulic. Dalibor Kulic jetzt also mit der Attacke hier am kleinen Anstieg.
Ich hätte schon Bock auf Spitzengruppe. Ich meine, ja, ich weiß, wir sind hier das große World Tour Team und sowas. Und eigentlich haben wir in Spitzengruppen dementsprechend wenig verloren. Das ist ja eigentlich nicht so die Rolle des großen World Tour Teams, sondern eher der kleinen Underdog Teams. Ja, und Turakit, Boon Ratanata, Tanakorn. Bitte schneidet da. Bitte irgendwer, der das hier schaut, schneidet bitte ein Video zusammen von allen Szenen, in denen ich diesen Namen ausspreche. Aber ey, er fährt hier kein schlechtes Rennen bislang, der Mann aus Thailand. Und weil ich euch so lieb hab, sage ich den Namen nochmal. Es ist natürlich Boon Ratanath Hana Korn. Easy. So, Dalibor Kulic jetzt auf der Jagd nach Boon Ratanath Hana Korn. Ich liebe es, diesen Namen halt auch die ganze Zeit so zu sagen, als wäre es ein total casual Name, so wie Müller oder Schmidt, den jeder Deutsche 17 Mal am Tag ungefähr hört und sagt. Das ist sehr schön. So, wir brauchen Getränke da hinten. Ja, wir schauen mal auf die Startliste, während hier das Rennen so vor sich hingeht. Wir haben natürlich die Mannschaft Sinclair dabei. Hier natürlich die absolut favorisierte Mannschaft, wie es aussieht. Dann haben wir Team Ukio aus Japan mit Nathan Earl, Chrome, Kreda, Raimond Kreda und auch Benjamin Prades. Dazu noch ein paar Japaner mit dem Team. Dann haben wir Hengqian Cycling aus China mit eben jenem Liu und noch einem anderen Liu, der mit Y geschrieben wird. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich glaube, sind wir eingeholt worden? Nee, ne? Nein, aber Boon Ratanathanakorn wird jetzt abgehängt. Also, der kann dem Tempo nicht mehr folgen. Und damit sind wir also momentan mit 6 Fahrern vorne. Mal schauen, ob die Gruppe jetzt mehr Bestand hat. Aber das Feld hat da nicht so wirklich Bock drauf. Ah, von daher mal abwarten. Dann Terengganu Cycling. Die kennen wir ja vom Weltcup. Ovechkin, Quintero, Salé. Das sind bekannte Namen. Und das sind die mit den violetten Trikots hier. Übrigens, im Real Life hat zu dieser Mannschaft auch mal Ahmed Erkan gehört. Dann ebenfalls aus Malaysia, Sapura Cycling. Ach übrigens, zu Terengganu hat auch Regigi gehört. Oder gehört immer noch zu der Mannschaft. Sapura Cycling mit Celano, Kalli und Raineanu. Auch Tvechov ist da mit dabei aus Rumänien, glaube ich. Ja. Dann haben wir die Nachwuchsmannschaft von Astana, ist das, glaube ich. Vino Astana Motors. Vor allem die kasachische Mannschaft. Uyeonbu Cycling aus Korea mit dem Kapitän Park, der sogar ein ganz ordentlicher Sprinter ist. Mal schauen, ob wir den im Finale noch sehen. Dann aus China Yuan Lifsan Landscape mit Kulik aus der Ukraine. Okay. Kambodscha Cycling ist hier mit dabei mit Maikin, dem Russen. Team Bridgestone, Soul Cycling, Matrix Power Tag, unter anderem mit Francisco Mancebo. Schön, ihn mal wieder zu sehen, unseren Ex-Fahrer. Paco Mancebo, hier also auch dabei bei der Korea-Rundfahrt. Es ist ein Träumchen. So, und ich muss offenbar mal mehr Power geben, sonst wird das hier alles nichts. Dann haben wir Ningxia Sports. Dann das Thailand Continental Cycling Team. Das sind die mit den geilen Namen. Unter anderem mit Boon Ratanathat Kanakorn. Dann haben wir Goim San Insam Cello. Gapyeong Cycling, HSKI Pro Cycling, LX Cycling Team, KTX Korail Cycling und KSPO Professional. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams aus Südkorea. 3 Mannschaften aus Japan, eine Mannschaft aus Hongkong, 3 chinesische Teams, ein thailändisches, 2 malaysische und ich habe mich, glaube ich, verzählt. Die hier oben habe ich nicht mitgezählt, kann es sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sind 7 Mannschaften aus Südkorea. Ein Team aus Europa, und das sind wir. Ich denke mal, Kasachstan muss man nicht zu Europa zählen, auch wenn die, glaube ich, im Fußball immer bei der Europameisterschaft. Sind die nicht bei der Europameisterschaft immer dabei, die Kasachen? Oder zumindest in der europäischen Qualifikation für die Fußball-WM, glaube ich, sind die immer mit dabei, oder? Oder täusche mich da? Ich weiß es nicht genau. So, Ausreißergruppe läuft auf jeden Fall. Wir haben den Südkoreaner Lee dabei. Außerdem den südkoreanischen Meister Park. Hashimoto ist dabei für Matrix Power Tag. Chiu aus Hongkong.
Und dann eben Dalibor Kulic, der Österreicher, der hier ja, als potenzieller Sieger für Paris-Roubaix gehandelt wird in den nächsten Jahren. Ja, wir gehen nochmal kurz zurück auf die Korea-Rundfahrt und auf die Historie dieser Rundfahrt. Wie gesagt, es gibt, komm, ich lass mich mal zurückfallen. Diese paar Sekunden Vorsprung hier, das lohnt sich einfach nicht. Sollen die da vorne mal fahren und wir fahren lieber im Feld hinterher und versuchen hier das Ganze so ein bisschen zu kontrollieren. So machen wir das jetzt. Also einfach mal taktische Kehrtwende um 180 Grad. Warum nicht? Ja, Sieger dieser Rundfahrt. Auch wenn ich die Rundfahrt noch nie gehört habe, so habe ich dann doch einige ihrer Sieger schon mal gehört. Erster Sieger war der Koreaner Chun Dae-Hong. Ich lese jetzt mal nur die Namen vor, die man vielleicht kennen könnte. 2003 hat Lance Chadwick gewonnen. 2006 ein deutscher Sieger, Tobias Erler nämlich. 2008 hat Sergei Lagutin gewonnen. 2010 Michael Friedman. Und dann gab es 2014 zum Beispiel einen prominenten Sieger, nämlich Hooch Carthy. 2015 konnte Caleb Ewan die Rundfahrt gewinnen. Kurz mal Getränke holen. Dann 2016 ging der Sieg an Gregor Bohle. 2017 gewann wieder ein Südkoreaner mit Min Kyong-ho. 2018 gewann eben Sergei Tvechov, der hier auch mit dabei ist. Und 2019 gewann der Italiener Filippo Zaccanti. Seitdem wurde das Rennen nicht mehr ausgetragen im Zuge der Corona-Pandemie. Und soweit ich es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sehe, ist auch keine Austragung für die Saison 2022 terminiert worden. Insofern kann man nur hoffen, dass da noch was kommt. Und Salah hat irgendwie die Getränke nicht richtig geliefert. Schauen wir uns nochmal an, was da schief lief. Ja, Paco Mancebo vielleicht vom Start ein paar Worte gewechselt mit Al-Ali Ibrahim und Rafa Stui. Die beiden kennt er ja noch aus seiner Zeit hier in unserem Team. Insofern hoffe ich mal, dass da noch eine, mal mindestens eine Kollegschaft, ne, eine gute Kollegenfreundschaft besteht nach wie vor. Ausreißer haben 3 Minuten Vorsprung. Es sind noch 70 Kilometer bis ins Ziel. Und wir haben noch diesen Anstieg der zweiten Kategorie, der leider keinen Namen hat. 10 Punkte gibt es da im Kampf um die Bergwertung. Das heißt natürlich auch, wer bei diesem Anstieg ganz vorne landet, der wird heute das Bergtrikot übernehmen. Ja, und unser Ziel brauche ich ja, glaube ich, nicht erklären, oder? Also wir wollen hier wieder abstauben, ähnlich wie wir es schon gemacht haben. Beim Circuit de la Sarthe oder bei der ZLM-Tour. So ähnlich soll das hier natürlich auch aussehen im Idealfall. Wir wollen hier natürlich möglichst alle Etappen gewinnen, möglichst alle Trikots gewinnen und natürlich die ganze Rundfahrt für uns entscheiden. Wir sind hier mit Abstand das größte Team, das prominenteste Team und natürlich auch das einzige Team, das aus so einer großen, also hätte ich gewusst, dass das Starterfeld hier so aussehen wird, hätte ich mir zweimal überlegt, ob wir die Rundfahrt fahren, vor allem mit dem Kader, den wir jetzt haben. Also sollen wir die Korea-Rundfahrt nächste Saison nochmal fahren, muss ich mir dann mal notieren, dass ich da schwächere Fahrer mitnehme, wirklich die Schwächsten aus dem Team mitnehme, damit das halt auch einigermaßen fair ist. Weil so sind wir jetzt hier halt ein World Tour Team. Alle anderen Mannschaften sind nicht mal Pro Continental Teams, also Drittliga-Teams, sind hier nur dabei. Und da sind natürlich die Kräfteverhältnisse nicht ganz fair verteilt. Aber ich möchte dir jetzt hier auch gar nicht schlecht reden. Du musst auch mal diese Mannschaften erst besiegen. Das ist kein Selbstläufer unbedingt. Und wenn ich mir die Tagesform anschaue von unseren Jungs, dann glaube ich sogar, was ich da gerade sage, ja. Muss man halt mal so sagen an der Stelle. Das ist alles andere als ein Selbstläufer. So, wir schicken mal alle Fahrer unserer Mannschaft so ein bisschen nach vorne. Und machen da mal wieder einen schönen Bergzug hier an diesem 10 Kilometer langen Anstieg. Ja, Westertaler, du musst nicht schüchtern sein. So, Dalibor Kulic jetzt vorne. Und wir fahren jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen Tempo an diesem Anstieg. Gucken mal, was passiert. Die letzten 30 Kilometer danach. Bin ich mal gespannt, ob wir hier vielleicht das Feld ein bisschen auseinanderfahren können. Schauen wir mal. Vorne die Ausreißer, die werden jetzt natürlich gleich eingeholt.
aufgrund dieses hohen Tempos, was jetzt Al-Ali Ibrahim vorgibt. Der Anstieg ist halt relativ wellig aufgebaut. Insofern jetzt nicht die ganz steilen Stücke hier. Aber trotzdem, das dürfte schon ein interessantes Stück hier sein. Adi Westertaler jetzt vorne. Der Meister Österreichs. Und jetzt fährt hier das Auto der Rennleitung uns im Weg rum. Ist ja auch super. Meine Güte. So, jetzt wieder Al-Ali Ibrahim vorne. Macht hier gut Tempo. Vorne noch Ho. Der Mann aus Hongkong. Wird jetzt aber auch gleich eingeholt, wie es ausschaut. Und es gibt hier wohl, oh ja, einen Cut im Feld. 15 Fahrer können im Tempo noch mithalten. Hacker haben wir hier. Dann, wer ist das hier? Liu tatsächlich, der Chinese. Chrome, Go, Earl und Ayob. Also klares Übergewicht hier zum einen von der Mannschaft. Das hier ist Terengganu Cycling. Und was sind das hier nochmal für Trikots? Das müsste Ukio sein, ne? Ja, genau, Ukio. Und Ho ist jetzt noch mit dabei, der aus der Ausreißergruppe kam. Schade eigentlich, dass es bei dieser Rundfahrt keine richtigen Bergetappen gibt, in dem Sinne. Denn das wäre mit Sicherheit interessant, wenn es hier richtige Hochgebirgsetappen gäbe. Könnte man hier nochmal auf interessante Rennverläufe hoffen. So wird es aber, denke ich, auch interessant mit den hügeligen Etappen, die da sind. Kann man ja auch einiges an Schabernack treiben, sage ich mal, ne? So, Kulic mit Problemen, nicht der beste Bergfahrer und das merkt man hier. Auch Rafa Stui auf seine letzten Rennkilometer hier quasi in der Karriere tut er sich hier auch nochmal richtig schwer. Das ergibt keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn, weil ich mir hier vornehme, weil es sind noch 30 Kilometer bis ins Ziel, ist einfach Quatsch. So, Al-Ali Ibrahim holt sich die Bergpunkte. Vor Westertaler und Örken. Biedermann und Zahler kriegen auch noch Punkte. Also unser komplettes Team einmal durch die Punkteränge gezogen. Und jetzt haben wir hier 38 Fahrer. Eventuell kann hier auch noch was in der Abfahrt. Komm, Westertaler, geh mal vor. Eventuell kann hier auch noch was in der Abfahrt passieren. Schauen wir mal. Lange ist es nicht mehr bis ins Ziel. Da wieder Nock. Aha, was ist das für eine Mannschaft? Das ist also ein Ningitscha-Spore. Interesting. Sehr, sehr bunt gemischt hier, was die Nationen angeht, alles. Aber es sieht nicht so aus, als könnten wir hier großartig für Probleme sorgen bei den anderen Fahrern. Wo ist Francisco Mancebo? Der ist tatsächlich nicht mit vorn dabei. Konnte sich hier nicht halten. Uff, der ist bei Coolidge in der Gruppe. Traurig. Hat aber auch echt nicht mehr die Werte, die er mal einst hatte, als er für unser Team gefahren ist. Also die Zeiten sind offenbar schon länger her. So, ja, dann würde ich sagen, wir entspannen uns mal. Biedermann oder Örken? Ich würde sagen, Örken ist der Kapitän. Hat die bessere Tagesform, das sollte passen. Ibrahim und Stui machen jetzt mal 75% Einsatz Tempo. Wobei es sind noch 19 Kilometer. Kann man schon mal auf die 80 hochgehen, glaube ich. Kann man schon mal bringen. Wo ist Rafa Stui? Achso, ja. Rafa Stui macht Tempo. Habe ich ja gerade gesagt. Ja. Ups. Jo, bin gespannt. Es läuft jetzt natürlich hier wieder einiges zusammen. Hier ist Tvetschow. Ich denke auch die Gruppe wird zeitnah wieder reinkommen mit Mancebo, mit Benjamin Prades und mit Dalibor Kulic. Ja, läuft hier alles wieder zusammen, mehr oder weniger. Da haben wir mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen, aber so wirklich nachhaltig gebracht hat das jetzt nichts, muss man ganz ehrlich sein. Und jetzt auch hier unsere beiden Tempomacher, Stui und Ibrahim, ja, haben bessere Tage erlebt. Haben schon bessere Tage erlebt hier. Also, wir haben uns vor allen Dingen selbst platt gefahren. Jetzt müssen wir das Tempo ein bisschen rausnehmen. Takeyama und Raimond Kreda machen jetzt Tempo für Ukio Cycling.
10 Kilometer nur noch. Das ist gar nicht mal mehr so viel, habe ich mir sagen lassen. Ja, rechts kommen jetzt noch weitere Fahrer nach vorne. Hier der Lette Fosse Kalns. Ist aber auch kein starker Fahrer. Nicht so wirklich der Rede wert. Ist Ovechkin nicht ein Sp Ah, ist ein Bergfahrer. Okay. Hab nichts gesagt. Und gibt es da noch eine Attacke? Stein oder Stein oder wie auch immer der heißt. Aus Kasachstan hat sich dann nach vorne geschoben. So, wir hängen Westertaler mal auf jeden Fall ins Hinterrad von Oerken, genauso wie Sala, dass die beiden hier uns nicht abhanden kommen. Und jetzt Achtung, Benjamin Prades. Ich dachte schon, er greift jetzt an. Ich dachte schon, ja, er denkt sich, ich habe keine Chance, also nutze ich sie. So, wo ist er mit Oerken? Der muss jetzt natürlich rankommen ans Hinterrad von Biedermann. Und wir erhöhen jetzt mal das Tempo rapide. Daniel Biedermann also jetzt mit dem Sprintzug für Ahmet Oerken. So, und dann schauen wir doch mal, ob Biedermann das jetzt überhaupt durchhält. Das ist mal die erste Frage. Stui, ey, was machst du? Stui ist platt. Dann geh halt nach hinten. Uff. Okay, wir launchen den Sprint. Wir sind schon im Bereich. Wir launchen den Sprint mit Oerken und mit Rafa Stui. Mit Oerken und Biedermann natürlich. Ahmet Oerken kommt jetzt raus. Biedermann hält dagegen. Adolf Westertaler auch ganz stark dabei. Aber es wird hier also Ahmet Oerken, der souverän die Etappe gewinnt. Westertaler wird Zweiter. Dann kommt Nathan Earl ins Ziel. Also, erster Etappensieg hier bei der Korea-Rundfahrt. Und ich muss sagen, das war ja wirklich schon zu einfach. Eieiei. Also wirklich Memo an mich selbst. Beim nächsten Mal nehmen wir hier bitte nur die Schlechtesten der Schlechtesten mit. Hier, das ist eher so ein Rennen. Da hätte Giuliano Cambarei mal um den Sieg mitsprinten können. Ich glaube, das wäre interessant gewesen. Ich dachte gerade, für einen erschreckend langen Zeitpunkt links wäre ein Fahrer aus Katjuscha, der voll gut gesprintet wäre. Die Mannschaft Katjuscha gibt es natürlich schon längst nicht mehr. Und natürlich war es Adolf Westertaler, der da im Trikot des österreichischen Meisters zu sehen war. Ja, brauchen wir uns nicht nochmal anschauen, die Wiederholung. Ahmet Oerken wird der Favoritenrolle gerecht. Gewinnt vor Teamkollege Westertaler, Dritter Nathan Earl, dann Andriy Kulik, Brusenski auf Rang 5, Quintero 6., Chrome 7., Vose Kalns, also doch ganz gut, auf Rang 8. Bad Munk wird 9. und 10. Gerhard Sahler bei dieser ersten Etappe. Damit Führungstrikot für Ahmet Oerken. Bergwertung für Al-Ali Ibrahim. Die Punktewertung geht auch an Oerken. Nachwuchswertung führt Westertaler vor Gulitsch. Und in der Teamwertung Zecler ganz vorne. Also, souveräner Start in diese Rundfahrt durch Korea. Aber wie gesagt, bei diesem Starterfeld erwarte ich jetzt auch wirklich, dass wir die 5 Etappen gewinnen. Ganz ehrlich, denn das Starterfeld ist wirklich nicht so gut. Als nächstes schauen wir uns aber ein Rennen an, wo das Starterfeld wirklich gut ist. Weißt du, und hier fährt dann so jemand mit wie Vlasov. Der wäre in Korea besser aufgehoben oder auch Bourgeaudet. Das wäre dann schon besser. Aber okay. Tour de Suisse, die 4. Etappe. Die 2. haben wir gewinnen können. Die 3. haben wir leider nicht gewonnen. Aber vielleicht klappt es ja jetzt wieder mit einem Sieg. Das Profil kommt Youssef Rikiki entgegen. Schauen wir mal, ob wir daraus Kapital schlagen können. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier beim Pro Cycling Manager. Und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich genieße gerade diese Vor-Tour de France-Zeit in vollen Zügen. Ich nehme hier jedes Rennen mit und freue mich einfach darüber, dass wir Pro Cycling Manager spielen können und dass ihr mir dabei zuseht und hoffentlich Spaß dabei habt. Genauso wie ich hier beim Spielen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht es gut und ciao, sagt euer Frittenfriseur.